herzlich willkommen zum heutigen Event, dem Community Forum. Ich freue mich sehr, den Wiener Bürgermeister Herr Wiederke begrüßen zu dürfen. Heute haben wir intensiv mit dem Thema Bildung für alle auseinandergesetzt. Und wir haben auch heute mit dem Thema Mehrsprachigkeit in der Schule in Wien. Schönen guten Abend, herzlich willkommen im Rathaus. Bonjour, Madame Plotkivanok. Ich starte in den Erstsprachen meiner Eltern. Mein Vater ist aus Ungarn, meine Mutter ist aus Frankreich. Dementsprechend ist Mehrsprachigkeit für mich auch Alltag in meiner Familiengeschichte. Hallo und herzlich willkommen im Wiener Rathaus, wo es heute um Mehrsprachigkeit in Wien geht. Genau. Und wir haben jetzt eine Frage, Herr Wiederke, was bietet Wien im Jahr 2024 zur Förderung der Mehrsprachigkeit an? Sehr viel, vor allem eine Grundhaltung, nämlich dass Mehrsprachigkeit ein großer Vorteil ist. Es ist schön, wenn man mehrere Sprachen spricht, sowohl eine Erstsprache, die man mitbringt, als auch in Österreich, wenn man lebt und aufwächst, auch gleichzeitig Deutsch lernt und kann, weil das ist eine wichtige Grundvoraussetzung. Für die Mehrsprachigkeit gibt es unterschiedliche Förderprojekte und in Wien kann man auch mehrsprachig in der Schule unterrichtet werden. Das wäre mein eigener Erstsprachunterricht an Wiener Schulen. Vielen Dank. Und wie sehen Sie die Bedeutung der Anerkennung und Förderung von sprachlicher Vielfalt in Wien als beste Stadt in aller Welt? Das halte ich für ganz wichtig, weil Wien ist eine wunderschöne Stadt und eine sehr vielseitige Stadt. Über 250 unterschiedliche Nationen mit Sprachen leben in Wien. Das ist gewaltig, 250 Sprachen, die hier sind. Und diese Mehrsprachigkeit, die wollen wir fördern und sehen es auch als Rohdiamant an, den man auch weiterentwickeln kann und in Wien auch so vielseitig ist, dass es nicht entweder Deutsch oder eine andere Sprache ist, sondern sowohl als auch. Genau, stimmt. Und es gibt viele Flüchtlinge, die aufgrund der Kriege in ihren heimatlichen Ländern Probleme mit ihrer Muttersprache haben. Wie sieht Wien als diese Herausforderung? Wien war schon immer eine Stadt der Migration. Es sind immer Menschen nach Wien gekommen. Es ist ein Zeichen, dass Wien sehr beliebt ist. Auch aktuell sehen wir viele, die zum Beispiel über die Familienzusammenführung nach Wien kommen. Vermehrt auch Familien aus Syrien beispielsweise. Hier ist es die Aufgabe, dass die Kinder und Jugendlichen, die hierher kommen, gut auch ins Schulsystem hineinfinden und sprachlich gefördert werden. Das ist vor allem für den Schulraum eine große Herausforderung. Wir arbeiten aber unter Hochdruck daran, dass alle Kinder in Wien gute Bildungschancen bekommen. Und was streben Sie durch sprachliche und kulturelle Vielfalt zu erreichen? Ich halte es für wichtig, dass die Mehrsprachigkeit gefördert und unterstützt wird. Hier gibt es großartige Projekte und der Stadt Wien ist es auch wichtig, das eigene Angebot mehrsprachig anzubieten. Für neu Zugewanderte gibt es beispielsweise das Programm Start Wien, wo man für unterschiedliche Bereiche wie im Bereich Gesundheit oder Bildung mehrsprachig informiert wird. Und da auch die herzliche Einladung, daran teilzunehmen, das ist ein wichtiger Schwerpunkt der Stadt Wien im heurigen Jahr. Es gibt viele Kurse und zum Sprachen heute? Genau, es gibt auch viele Sprachkurse. Im Sommer beispielsweise kostenlose Sprachkurse für Kinder, die in der Schule unterrichtet werden, aber über den Sommer, der sehr lange ist, 9 Wochen zu Hause vielleicht nicht Deutsch reden. Da gibt es die Möglichkeit, im Sommer 2 Wochen einen kostenlosen Sprachkurs zu belegen. Vielen Dank, Herr Wiederke, für heute und zum alle Verantworten. Vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Ich freue mich, dass Sie mit dabei sind. Schön. Frau Halil Mahmoud, was Ziele haben Sie dieses Event heute? Heute war das Thema Mehrsprachigkeit. Dieses Treffen findet jährlich statt. Und das Thema für dieses Treffen heute durch die Öffnung durch den Vizebürgermeister, Herr Wiederke, und unsere Abteilungsleiterin, Frau Theodora Manoulakos, die Abteilung für Integration und Diversität. Das Thema Mehrsprachigkeit ist sehr wichtig, wie wichtig das Thema Mehrsprachigkeit eigentlich ist, damit wir hier in Wien miteinander ein besseres Zusammenleben haben. Stay tuned für weitere spannende Veranstaltungen und Diskussionen bei Infograd.
Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Männer El Happy.